Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt ein Königreich und der König hat gerade viel zu tun. Er muss in sein Land um die Gerechtigkeit kümmern. In Vergangenheit waren es so viele Lügen und es ist nicht schön. Der König und die Königin haben gerade Meinungsverschiedenheit. Die Königin hat so viele Wünsche und sie will sich durchsetzen. Die Prinzessin möchte auch so viel schöne Kleider und Schuhe kaufen. Ja, sie möchte glänzen im Königshof, der hübsche Prinz zu beeindrucken. Es ist gar nicht nötig, weil er ist so verliebt und bald kommt von ihm eine Liebesnachricht. Nun zurück zum König. Er sollte all diese Wünsche erfüllen, aber der Schatzkammer ist fast leer und das macht den König Kopfzerbrechen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne befindet sich in Zwillingen und hat einen Einfluss von Sternbild Orion. Orion zeigt die Richtung, die Orientierung, und das brauchen wir zurzeit. Es hat die abnehmende Mondphase begonnen und Mond bewegt sich im Steinbock im Mondhaus Uttarakshatra und das bedeutet Wünsche zum Erfüllen. Also die Prinzessin, aber auch die Königin hat ihre Wünsche geäußert. Es ist eine gewisse Spannung zwischen König und Königin und das bedeutet, Sonne und Mond steht eine Quinkungsverbindung und löst diese Unsicherheiten oder eine gewisse Missverständnisse aus. Mars und Merkur bewegt sich in Zeichen Zwillinge. Einiges in Bewegung, kommen Nachrichten und Kontakte. Merkur ist schneller als Mars und bewegt sich in eine Richtung und das bedeutet, eine Nachricht ist zum Erwarten. Es ist immer noch Spannung zwischen einem rückläufigen Jupiter und Neptun und das bedeutet Lügen, Intrigen, Betrug und eine rechtliche Lage. Auf dieser Jupiter-Energie, was die Gerechtigkeit symbolisiert und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten, bekommt Einfluss von Saturn und Saturn sorgt dafür, dass hier Ordnung herrscht. Es wird einiges überprüft. Mars und Pluto bilden sich eine sogenannte Opposition. Da wird etwas gespiegelt, das spüren sie die Männer. Und das Thema ist etwas loslassen, von etwas befreien. Das ist dann wieder die Pluto-Energie. Und das war die Hintergrundinformation für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.